Dürfen dicke Fußballer auch mitspielen? Ja, also Jungs, dicke Fußballer dürfen natürlich auch mitspielen. Aber umso älter ihr werdet, müsst ihr natürlich die Schokolade, den Kinderriegel oder so weglassen und öfters auf den Bolzplatz gehen. Dann klappt's bestimmt auch. Kannst du deppeln? Ja, na klar kann ich deppen. Das werde ich höchstwahrscheinlich bei meinem nächsten Tor machen. Jetzt beim ersten Tor war es noch nicht so, aber ich kann es auch gerne einmal für euch jetzt machen. Bist du ein Frühaufsteher? Zwangsweise ja, eigentlich stehe ich nicht so früh auf, aber ich habe damit keine Probleme. Wieso sind so viele Fußballer tätowiert? Ich habe keine Tattoos, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, keine Ahnung, meine Eltern das nicht haben. Aber viele machen das, um einfach Markenzeichen auf der Haut zu haben oder Kinder oder irgendwas sich auf die Haut zu markieren. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Zu Hause von Papa die Nudeln mit Tomatensauce, die schmecken immer am besten. Tun faul zu weh? Oder warum schreien die Fußballer so? Ja, also natürlich ist es im Fußball auch so, dass du ab und zu mal ein bisschen Schmerzen hast und man schreit dann natürlich, damit man auch dem Schiri überzeugen kann oder zeigt, dass es jetzt wirklich ein Foul war. Welches Schulfach konntest du gar nicht leiden? Warum? Gar nicht leiden konnte ich das Schulfach Mathematik. Da musste man immer zu viel nachdenken und, zu viel rechnen. Ja, das hat mir nicht so gelegen.